Hallöchen, liebe Freunde, was geht ab? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Labby Run und Moinsen Pet. Moinsen Pet. Wir spielen heute am ersten Weihnachtstag für euch Labby Run. Leute, Daumen nach oben nicht vergessen, kostenlos abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen, Glocke aktivieren und jetzt viel Spaß haben. So, Pet, wir legen direkt los. Der Timer von 15 Minuten läuft. Let's go, wir dürfen direkt loslegen. Was baust du da? Ich? Hä, Digga? Ich bin auf deine Seite. Ich habe mir sogar einen kleinen Plan gemacht, Leute. Einen kleinen, aber feinen Plan habe ich mir gemacht. Kannst du aufhören, mir nachzuhusten? So, das ist mein Labyrinth von oben. So, ich bin zufrieden tatsächlich. Jetzt ziehen wir das Ganze nochmal nach oben. Das ist immer das beste Gefühl, Leute. Ich weiß nicht warum, aber dann hat man einfach im 0, nix das Labyrinth einfach fertig. So, wundervoll. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch in den letzten 10,5 Minuten die 4 Schlüsselkarten verstecken. Wie auch immer. Pat, wie lief oder läuft's bei dir? Kann mich nicht beklagen, aber du schon bald. Oh Leute, ich glaube, Pat hat heute heute ist besinnlich und so, ne? Friedlich, ja, freundlich, ja, klar, weil wir haben Weihnachten. Was denkst du denn? Wir ändern mal den Boden auch nochmal. So, das sieht auch nochmal viel cooler aus. Boah, also optisch ist das hier eine Wucht. LOL. What the fuck? Ja, toll. Das sieht so echt. What the fuck? Als ob. Ja, toll. Ein paar kann ich gesehen werfen. Ich hab nichts gesehen, was du gemacht hast. Ich hab nur gesehen, wie du da standst. Alter, ist das lustig. Gibt es doch nicht. Aber zufällig genau gleichzeitig an der gleichen Stelle. Ja, toll, jetzt kann ich meinen Plan hinwerfen. Nein, ich weiß nichts, also wirklich. Junge, natürlich weißt du was, wie unauffällig ist das denn? Nein! Okay, ich werde den Plan trotzdem hinwerfen. Ja, mach das ruhig. Besser so. Was ein Fail. So, meine erste oder halt irgendeine, ich nehme mal irgendeine Schlüsselkarte, weil die Reihenfolge ist prinzipiell ja gar nicht so wichtig, ist da versteckt. Ihr seht das, zack, wundervoll. Da. Genau da. Versteck. Gute Auswahl. Und im Labyrinth dann hier. So, das ist die erste. Hier ist übrigens, ja, das ist nur so da. Also hier ist nichts tatsächlich. So, Pet ist jetzt da weg. Okay, alles klar. Oh, lustig, lustig. War kein Spaß. Ich mach da echt nichts hin. Ja, alles gut, alles gut. Also, kannst du ja ruhig machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab eine richtig geile Idee. Nein. Also für dich jetzt nicht so, aber für mich. Was gab's noch nie? Fällt mir gerade auf. Was? Oh, shit, man. Viel Spaß. Das wird ja so nice. So, die zweite Kiste ist hier versteckt, Leute. So. Leute. Zack. Was habe ich gesagt? Leute. Leute. Ich muss nur gucken, ob das überhaupt möglich ist. Ja, ist es. Boah. Lol, bin ich oh, gut. Oh, man. Das wird so nice, ne? Ich werde dir gleich zu Anfang, wenn es losgeht, ein Lied vorspielen. Und dann kannst du es, denke ich, mal verbinden. What the God? Was? Ja, du musst es verbinden können. Wenn du es nicht verbinden kannst, gibt es minus 1 Ehre. Was? Okay. Also, damit ihr seht, ne? Hier sind so Dinger hinter. Moment. So, ne? Deswegen, zack. So, also. So und so. Ihr kennt's. Also, ich hoffe, du kennst das Lied, ne? Wenn nicht, dann enttäuschst du mich gerade. Wirklich. Ich denke schon. Was für ein Lied. Ja, ich habe hier nochmal was hinplatziert, das ist aber nur so. Okay. So, hier setze ich dann oder packe ich dann noch eine hin. Jetzt fehlt im Prinzip nur noch die erste. Gut, also ich bin teils nett heute, muss ich sagen. Und teils sind die auch gut versteckt. Also ich bin so ein Mixmax, aber alles richtig gut möglich, muss ich sagen, wirklich. So, hier packe ich nochmal sowas hin. Einfach nur so, aus Spaß. Okay, die Zeit ist abgelaufen. Pat, du darfst deine letzte Sache noch zu Ende machen, so wie ich es auch tue. Und hier ist die letzte drin, liebe Freunde. Ich erkläre euch gleich alles drum und dran. Ich würde sagen, ich mache generell jetzt nochmal so ein kleines Walkthrough. Pat hört uns gerade nicht, Leute. Also, wir haben hier noch was hingebaut. Dazu komme ich gleich. Wir haben hier das Labyrinth und 4 Karten versteckt, wie immer. Die erste ist versteckt hier. Also, man geht hier hin und hier sind so Gemälde. Kann hier auch nochmal eins hinsetzen und hier, damit es so ein bisschen unauffälliger ist. Auf jeden Fall sind hier hinter so Ventilatoren, die boosten ihn direkt raus. Also, er wird drunter fliegen. So, er wird vielleicht denken, okay, da ist eine Chest, ich will die öffnen. Zack, hier ist aber nichts drin. Er muss eben runterfliegen, wie wir gerade schon hatten, hier die Kiste öffnen und findet dann Schlüsselkarte Nummer 4. Das ist die erste. Die zweite hatte ich ja auch schon erklärt, die ist hier hinter versteckt. Zack, so, das ist dann die zweite, also Schlüsselkarte Nummer 3.
Dann haben wir hier noch was, dazu komme ich gleich. Schlüsselkarte Nummer 2 ist relativ easy hier versteckt in der Schalker-Box. Da kommt er auch relativ easy hin. So, und die letzte, wie gesagt, hier ist eine passwortgesicherte Truhe. Ich hoffe, deswegen fällt auch vielleicht ein bisschen so der Anschein weg, dass hier noch was versteckt sein könnte. Hier ist eine passwortgesicherte Truhe. Mit dem Code 71 kommt der hier ran und kann die letzte Schlüsselkarte finden. 71, wie kommt er darauf? Hier am Anfang habe ich so ein paar Blöcke an die Wand gesetzt. 71, ich hoffe... ja, das wird er erkennen, beziehungsweise eigentlich hoffe ich es nicht. Aber damit hätten wir alle Verstecke gesaved. Da kurz da hinten ist Pat, aber das ist nur eine Figur von ihm. Lieber Pat, bist du bereit? Ich sehe dich schon da hinten. Ja. Yeah. Okay, dann können wir loslegen in 3, in 2, in 1. Let's go. Warte, bevor es losgeht, ne? Ach so, du wolltest mir ein Lied vorstellen, okay. Warte, woran erinnert dich das? Ja, ist irgendwas von Minecraft, aber ich weiß nicht. Heilige Scheiße, ey, ich bin raus, wirklich. Ne, warte mal. Kann doch Pokémon sein, ich weiß es nicht. Ach, das ist noch schlimmer, wirklich, das ist noch schlimmer. Sag mal. Leute, sagt das mal, schreibt mal den Beat in die Kommentare, von was das ist und was das Ganze mit meinem Thema zu tun hat. Schreibt es mal in die Kommentare, weil ihr werdet es hundertprozentig besser wissen. Ich werde es den Beat extra nicht erklären, Leute. Oh nein. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ach, da ist eine Leiter, lol. Okay, geht schon mal gut los, Alter. Geht das überhaupt, der Jump hier um die Ecke? Ja klar, hab ich alles ausprobiert, aber ist ultra schwierig. Ey Leute, ich hab keinen Bock mehr. Hä, aber kann es sein, dass ich noch auf dieses Lied komme, wenn ich gleich innen drin bin oder so? Vielleicht? Ja, ich kenn das, Info aber... Rausgehauen. Ja, ich kenn's, aber... Offensichtlich. Ja, kann auch Wii Sports sein, ich weiß es nicht. Wii Sports? Was? Das ist so meilenweit entfernt, wirklich. Es kann alles sein, ich hab das den kann nicht alles sein, es ist eindeutig, es ist wirklich eindeutig, es gibt's kein... Von Mario? Keine Sorge. Von Mario war es auf jeden Fall nix. War es von Super Mario? Moment, und das schneidest du nicht raus. Ja, weiß ich nicht. Anscheinend war es von Super Mario? Es war von Super Mario. Ach Mann, ich löse es auf. Es ist diese eine von den Super Mario 64, wenn du da unter dieser Wassermap bist. Ach, daher kenne ich es. Ja, aber ich muss sagen, zu meiner Verteidigung, ich habe viele Marios gespielt, aber Super Mario 64 nur zwei, drei Mal. Das sagen sie alle, Ja, ist so. Nee, das gehe ich hier nicht durch. Das gibt eine Anzeige. Ist so. Und hast du Spaß? Ich habe den Jump immer noch nicht geschafft. Ja, das ist so gut. Leute, ich glaube, ich habe die richtige Taktik jetzt. Man darf nur nicht zu weit springen. Ich muss direkt mich quasi umdrehen. Aber es ist so hart. Es ist so hart einfach. Ja, ich hab's. Nice. So, wo muss ich jetzt hin? Gratulation, du hast den ersten Jump geschafft, Beats. Yeah. So, und jetzt muss ich hier weiter. Jetzt easy ums Eck, Leute, kein Problem. Easy ums Eck, kein Problem. So, er ist im Labyrinth drin. Ich hoffe jetzt aber, man kann im Labyrinth nicht auch noch 16 Masch. Es ist ein Unterwasserlabyrinth? Ist das dein Ernst? Und wo soll ich atmen? Sind hier wenigstens Blöcke zum Atmen? Natürlich. Wirklich? Der Pat hat auch an alles gedacht, ja klar. Bin ich mal gespannt, Leute, aber wir haben jetzt das Labyrinth. Immerhin. Ich sehe hier noch nichts zum Atmen, Leute. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwie sterben werde. Hä, man kann da nicht hin, wo ich atmen soll, Pat. Ah doch, von unten nur. Lol, ich komme da von der Seite nicht rein. Ich weiß. Hä, denkst du, das ist Zufall oder was? So, hier geht's weiter, hier ist auch noch nichts. Das ist ja ein Tohuwabohu hier. So, ist hier irgendwo eine Kiste? Lol, ich habe eine Truhe gefunden, aber die ist leer. Aha, hier ist warte eine, mal, die wo? Ist nicht leer. Nee, alles gut. Daneben habe ich eine gefunden, die war nicht leer. Da in der Lava, weißt du? Da war eine leere Truhe und daneben war eine... Ja, okay, das stimmt. Eine Schlüsselkarte habe ich schon mal, liebe Freunde. Das ist gut. Es geht voran. Pat, wie viel hast du? Willst du uns mal aufklären? Zwei. Du hast zwei schon? Mhm. Krass. Unter der Kiste und einmal die total offensichtlich irgendwo war. Ah, warte mal. Was denn? Ah, nicht schon gut. Okay, ich habe jetzt auch zwei, muss ich gestehen. Mhm. Wahrscheinlich muss ich das gestehen, ne? Dann musst du mir gestehen, ne? Oh, ja. Und ich werde jetzt an Dingen sterben. Ne, doch nicht. Okay, hier ist wieder Luft. Das war der Einfall, den du vorhin hattest. Drei habe ich. Drei hast du schon? Ja, ja. Krass. Fehlt dir nur noch die Passwortgesicherte? Nee, die habe ich schon. Lol, wo hast du den Code gefunden? Tja. Hab einfach ausgetestet. Das wäre geil. Was war denn der Code? 71. Scheiße. Ey, kannst du mir mal sagen, was diese doofen Pistons auf sich haben? Ja, muss ja herausfinden. Nee, da ist ja nichts. Ja, okay. Also ich finde das echt gar nicht so schlecht mit dem Schwimmen, muss ich sagen. Also die Idee ist cool an sich. Okay, der rechte Gang ist jetzt schon mal abgesucht, Leute. Jetzt gehen wir mal geradeaus. Warum sind die nur zum Verwirren da, Alter? Lava, kein Müll. Genauso wie diese unnötigen Grasblöcke, die einfach gar nichts bringen.
Hä? Wie, die bringen nichts? Ja. Hab ich vergessen, da war drüber sind? Ja, ist klar, komm, hör auf. Oh, Pet fliegt aus zu großer Höhe. Digga, diese Ecke habe ich noch gar nicht gefunden. Ja, dann habe ich jetzt die letzte Kiste. Meinst du? Ja, ich habe sie schon gesehen und habe da auch reingefasst, weil ich mir klar war, dass es einfach was damit zu tun haben muss, aber ich muss die nur ganz kurz abholen. Hä, nie im Leben. Weißt du, Junge, wie du da natürlich hinkommst? Ja, klar. Nee. Doch. Keine Chance, Digga. Und hier werde ich gleich, ich bin mir sicher, auf die nächsten Kisten treffen. So, hiel ist erstmal noch nix. Oh, Pet fiel aus größter Höhe. Hast du die bekommen? Ja, ich bin da schon wieder runtergefallen, Alter. Hä? Ach, das ist... LOL! Was? Das sind Lüfter! Ah, jetzt check ich das. LOL, okay. Du hast gar nicht gecheckt? Nein, hab ich nicht. LOL. Okay, und ich muss dir nochmal gestehen, ich habe noch eine weitere gefunden. Ja. Bin mir aber sogar relativ sicher, dass hier in dem Labyrinth nichts mehr ist, sondern dass du eine nochmal außerhalb versteckt hast. Ach, du musst ja erstmal das Jump'n'Run schaffen. Ha! Oh je, das ist ja gut. Er muss sein eigenes Jump'n'Run schaffen, Leute, deswegen stirbt er jetzt die ganze Zeit, wisst ihr? Aber das ist ja easy, deswegen schaffe ich das. Ja, yo. Weil du zu schlecht bist dafür, heißt es nicht, dass ich das nicht schaffe. Aber das Dumme ist, ich komme ja hier nicht mal raus. Welche Kisten hast denn du? Ich muss mich töten. Belastend. Oh nein, ich muss dich nochmal töten. Ich hab dich gekillt jetzt. Nein, nein, da steht ich im Chat. Doch. Nein. Okay. Spawn Protection. Komm mich holen. Okay, Leute, die heutige Folge hat Pet gefunden. Gefunden wahrscheinlich. Gewonnen. Ich habe 3 Schlüssel gehabt, mir fehlt nur die erste. LOL. Dein Ernst? Wie soll ich das denn machen? Ey, einfach hier runterspringen, da wäre ein gerader Weg gewesen. Ach, lol. Krass. Okay, ich dachte kurz, du hast einen Jump'n'Run gebaut. Dann hättest du den Shitstorm meines Lebens bekommen. Aber so ist es. Ja, es ist, ja. Du hast mich schon an der Ecke gesehen. Ganz ehrlich, du hättest was ahnen können. Daumen nach oben nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Glocke aktivieren. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Beats. Tschüss.